Leute, wir haben heute hier Unterstützung am Herd. Und zwar bin ich seit Ewigkeit auf der Suche nach der perfekten Focaccia. Und dafür habe ich mir den höchsten Besuch ausgesucht, den man sich nur aussuchen kann. Wir begrüßen hier im Studio, Jo Semola, Hallöchen. Danke, danke, danke. Schön, dass ich da sein darf. Du hilfst uns hoffentlich heute mit deinem Focaccia-Rezept aus deinem neuen Buch. Einfach, lecker Brot. Ich finde wirklich kein gutes Focaccia-Rezept und ich hoffe, dass wir... Ich bin sehr zufrieden mit meinem Focaccia-Rezept, deswegen freue ich mich, das dir und euch nahebringen zu dürfen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir kneten einfach mal einen Teig und dann werden wir im Prozess sehen, ob es der Focaccia, die du suchst, nahe kommt. Perfekt, machen wir. Focaccia, auf geht's. Je nachdem, was man alles als Zutat rechnet, haben wir 5 Zutaten, nämlich Mehl, Wasser, Olivenöl, Salz und Hefe. Wir probieren es jetzt einfach aus. Backen ist Präzision, das muss man schon sagen. Also es ist wichtig beim Backen, sich wirklich an die Rezepte zu halten. Erste Regel beim Backen, das Mehl, die Mehlmenge ist Gesetz. Wenn man sich unsicher ist mit der Teigkonsistenz, dann lieber sparsam am Wasser sein, beim Wasser erstmal 10, 20, 30% zurückhalten und nach Wasser nachgeben, bis man die richtige Konsistenz hat, aber niemals Mehl zugeben. Tatsächlich. Ja. Mein ganzes Leben war eine Lüge, weil immer wenn ich denke, der Teig, der ist zu feucht, dann gebe ich Mehl dazu. Du hast dann auch eigentlich keine andere Chance mehr, wenn er einmal zu feucht ist, dann ist er zu feucht. Mhm. Besser kann man es dann lösen, indem man probiert, ihn länger zu kneten, weil dann hat man die Chance, dass das Mehl das Wasser noch aufnimmt. Mehl habe ich mitgebracht. Wir haben hier ein, das mache ich jetzt wie so ein Sommelier, wir haben hier ein Cuvée aus italienischen Mehlen. Das ist ein italienisches Manitoba-Mehl mit 15% Protein, ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr starkes Mehl. Also 15% ist wirklich Obergrenze. Ist das nicht das Mehl, was man so typischerweise zu Hause hat? Standardmehl so aus dem Supermarkt hat 11% Protein, vielleicht auch mal 12, wenn du Glück hast. Es lohnt sich, gutes Mehl zu kaufen, weil Mehl ist die Hauptzutat von Brot. Und wenn das Mehl nicht gut ist, dann kann das Brot auch höchstens mittelmäßig werden. Na immerhin, oder? Immerhin mittelmäßig. Wir fangen aber mit dem Wasser an. Wir geben erstmal nicht das Komplette, wie wir gerade gelernt haben, sondern erstmal von den 450 Gramm Wasser, die hier im Rezept stehen, geben wir mal 400 in die Schüssel. Ja. Und müssen wir jetzt die Hefe in warmem Wasser ein bisschen antauen? Nein. Wie nennt man das? Aktivieren. Aktivieren? Nein, Hefe muss nicht aktiviert werden. Hefe braucht auch keinen Zucker. Im Mehl ist so viel Stärke, was ja quasi Zucker ist. Davon kann die Hefe sich hervorragend ernähren. Also das ist tatsächlich ein Irrglaube aus der Haushaltsküche. Warmes Wasser ist nicht nötig, Zucker ist nicht nötig. Hefe arbeitet so oder so. Also Hefe hat eine optimale Reifetemperatur bei so 35 Grad. Ja. Das ist ja schon dann... Bisschen unter Körpertemperatur. Bisschen unter Körpertemperatur empfinden wir schon, wenn wir reinfassen, schon als sehr warm. Ja. Das ist auch nur die optimale Temperatur. Also für die optimale Hefevermehrung. Das ist aber nicht die optimale Temperatur für einen Teig. Weil für einen Teig ist warmes Wasser eigentlich schädlich. Warmer Teig ist viel, viel weicher, viel, viel instabiler als ein kalter Teig. So, 400 Gramm Wasser haben wir jetzt hier drin. Jetzt kannst du hier mal mit deiner Kräuterwaage einmal 2,5 Gramm... Also Leute, wenn ihr Kraut Hefe abwiegen. Das ist eine sogenannte Feinwaage. Wenn ihr jetzt selber keinen zu Hause habt, gerade hier an die Menschen in Berlin, gibt ganz viele Varianten. Oder wir gucken mal hier im Linktree, da habe ich das meiste Equipment auch hinterlegt. Ja. Meine Schätzung, was denkst du? Meinst du? 1,9. Ah, 2,5. Ja, da lag ich ja meilenweit daneben. Das ist eine sehr leichte Hefe, auch die ich gekauft habe. Muss man da jetzt schon so genau sein? Ja. Pro 5 Grad mehr reift Hefe doppelt so schnell. Ja. Also bei 25 Grad ist die Reifezeit nur halb so lang wie bei 20 Grad. Ja. So, wenn wir jetzt hier sehr, sehr genau arbeiten, dann haben wir zumindest mal eine Variable ausgemerzt, warum es eventuell länger oder kürzer dauert. In meinem Buch, in meinen Rezepten schreibe ich immer Zeitangaben dazu. Aber ich sage im Vorwort und auch in meinen Videos immer wieder, Zeitangaben sind aber relativ. Relativ zur Raumtemperatur, relativ zur Wassertemperatur, zur Mehltemperatur, relativ zur Luftfeuchtigkeit und zum Luftdruck. Deswegen rate ich einfach, präzise zu arbeiten, weil dann hat man wenigstens eine Variable, einen Veränderungsfaktor ausgemerzt und es ist nur noch die Temperatur, die einen Einfluss nimmt auf die Reifezeit. Kann ich jetzt mehr Hefe ranschmeißen oder nicht?
So oder so musst du den Teig halt am Ende im Auge behalten und kannst dich nicht stumpf auf die Zeiten verlassen. Das ist eine richtige Politiker-Antwort. Du umgehst mit einer Frage, kann ich jetzt mehr Hefe? Also gar nicht? Ja, natürlich. Du kannst auch einen ganzen Würfel Hefe reinschmeißen. Aber was passiert halt dann? Scheiße. Ach so. Wir wollen ja, dass der Teig langsam reift. Ja. Je weniger Hefe, desto langsamer reift. Das heißt, wenn du jetzt wirklich einen ganzen Hefewürfel reinpackst, dann hat der Teig gar keine Chance mehr. Dann kannst du den Teig nicht mehr lange reifen lassen, weil er dann irgendwann überreif ist. Ja. Weil ihm das Futter ausgeht. Ja. Im Prinzip suchen wir am Ende immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen so wenig Hefe wie möglich und so lange Reifezeit wie machbar. Gut, dann schmeißen wir das jetzt mal da rein. Gut, wir machen Mehl an den Teig. 600 Gramm Mehl jetzt in dem Fall. Wir hatten ja, wie gesagt, erstmal noch 50 Gramm Wasser zurückbehalten. Ja. Ich habe jetzt hier den Teig schon mal grob vorgeknetet. Ich würde den jetzt mal so 10-15 Minuten stehen lassen. Da ist noch kein Salz drin, noch kein Olivenöl. Das ist jetzt die ganze Handarbeit, die du hier leistest. Lass mich doch mal ausreden. Ja. Diesen Vorgang nennt man Autolyse, beziehungsweise wenn schon ein Triebmittel drin ist, dann wäre es korrekterweise eigentlich Fermentolyse. Aber Autolyse ist das gängige Wort dafür. So, wenn das jetzt nicht hier drin steht, ne? Unter Autolyse versteht man eine Methode, mit der die Backeigenschaften von Mehl verbessert werden können. Mehl und Wasser werden zu einem Nullteig, einem sogenannten, verknetet und 20 bis 180 Minuten stehen gelassen. Ist das der Nullteig? Das ist jetzt, wenn man es streng zieht, kein Nullteig mehr, weil auch schon Hefe drin ist. Okay. Dabei können Stärke und Eiweiß im Mehl verkleistern und es bilden sich langkettige Eiweißstränge. Und das spart einfach Knetzeit. Und gerade wenn man keine Küchenmaschine hat oder mit einem Mehl arbeitet, das nicht langes Kneten verträgt, wie zum Beispiel Dinkelmehl, empfiehlt sich diese Methode ganz extrem, weil man sich einfach so Knetzeit einsparen kann. Okay, dann lassen wir jetzt einfach stehen. Genau, wir lassen den jetzt mal kurz stehen. Wir decken den einmal ab mit dem feuchten Handtuch. Habe ich. Muss das Handtuch sauber sein, Johannes? Es sollte sauber sein, aber es muss vor allem nass sein. Es gibt hier ein Handtuch, das benutze ich immer, weil Lola die selber sehr stark und gerade nach dem Essen ist mal das ganze Gesicht verschmiert und dann benutze ich das auch ohne Scheiß so. Ne? Weißt du, was er unter macht? Der sucht sich Textilien. Sprich, der geht in eine Hose von hinten, setzt hier so einen Knutscher drauf, also wie so ein Stempel, so ein Pansenstempel und läuft einfach weiter und merkst irgendwann, dass du ein nasses Hosenbein hast. Das ist wirklich die dreiste Nummer, die ich jemals von einem Tier gesehen habe. Okay. So, ja. 10, 15 Minuten jetzt noch, lassen wir das stehen und dann geht's weiter. Wenn wir hier einfach so ein bisschen epische Musik drunter setzen könnten, um in der Sonne diesen Teig, an dem man gar nichts sieht, so ein bisschen einfallen könnte. Diddle de, de, diddle de, de, diddle de. Diddle de, de, diddle de, de, diddle de. Okay, ich guck rein. Ja, da dürfte sich jetzt überhaupt nicht viel geändert haben. Das ist korrekt. Der Teig hat die Autolyse hinter sich. Wir können es jetzt wahrscheinlich schon sehen. Schau mal, wenn man jetzt, ich hatte den ja kaum geknetet, aber wenn man jetzt schon so macht, sieht man schon, also allein die Tatsache, dass man jetzt quasi schon diesen Fenstertest machen kann, obwohl der noch gar nicht geknetet wurde, spricht dafür, dass erstens die Autolyse ihren Zweck erfüllt hat und zweitens das Mehl einfach echt, echt gut ist. Mhm. Im Vergleich zu so einem normalen Hefeteig, wie man ihn kennt, ist er ja jetzt schon sehr weich, aber wir machen ihn noch weicher. So, wir geben jetzt die restlichen 50 Gramm Wasser dazu, die du im Vorfeld schon abgewogen hast. Die geben wir da jetzt einfach rein. Wir brauchen 15 Gramm Salz. Oh, das ist eine gute Prise. Olivenöl, wie viel? 22. Stopp! Jetzt wird es einfach ein bisschen gematscht. Ne? Wir haben jetzt das Olivenöl dazu, wir haben das zusätzliche Wasser dazu. Da müssen wir jetzt einfach durch. So, Großteil der Flüssigkeit ist jetzt aufgenommen, aber es ist natürlich noch sehr, sehr klebrig jetzt hier. Ne? An dem Punkt würde ich jetzt anfangen, das mit der Methode Slap and Fold zu kneten. Das klingt sehr spannend. Ja. Im Prinzip nimmt man den Teig immer auf, schwingt ihn einmal nach vorne, klatscht ihn auf den Tisch, faltet ihn um, nimmt ihn quasi 90 Grad verdreht und macht das Ganze wieder. Das wäre jetzt schon ein Moment, wo die meisten Mehl hinzufügen würden, weil sie denken, es ist noch zu nass, ne? Ja, ganz genau. Genau, das ist der Punkt. Aber das dürft ihr nicht machen. Das ist eine Aussage. Ja, also vor allem, warum man kein Mehl hinzufügt. Ne? Man berechnet berechnet Zutaten immer anhand der gesamten Mehlmenge. Also optimal für Pizza zum Beispiel, für einen Pizzateig, sind 3% Salz gerechnet auf die gesamte Mehlmenge. Also 30 Gramm auf ein Kilo Mehl. Und wenn ich jetzt hingehe und denke, mein Teig ist aber viel zu
viel zu weich und füge noch 200 Gramm Mehl hinzu, dann stimmt das Verhältnis nicht mehr. Mhm. Genauso mit der Hefe, genauso mit dem Olivenöl. Alle Zutaten werden immer auf die Gesamtmenge Mehl bemessen. Und der zweite Grund ist, jetzt hat sich ja in dem Mehl, das da jetzt drin ist, haben sich ja schon die Glutenketten, die Glutenverbindungen gebildet. Mhm. Wenn ich jetzt noch Mehl dazugebe, dann habe ich neues Mehl mit neuem Gluten, das aber nicht entwickelt ist. Und dann habe ich verschieden stark entwickelte Glutennetze. Und das schadet halt am Ende eher dem Gesamtergebnis, als dass es ihm gut tut. Mhm. Ich bin gerade voll atemlos. Ich könnte kneten, aber da muss ich mir nochmal sagen, was muss ich machen? Also, du nimmst den Teig vorne auf. Ja. Mhm. Hebst ihn mit Schwung. Du musst auch weiterheben. Ja, du musst den kompletten Teig komplett vom Tisch abnehmen. Yep. Also der muss wirklich, am besten machst du das mit einem beherzten Griff. Einmal zack, genau. Und jetzt schwingst du das untere Ende nach vorne, klatschst es auf den Tisch, faltest es über. Greifst jetzt so. Greifst so? Nee, du solltest ja nach dem Falten so um 90 Grad verdreht greifen. So, ich zeig's dir nochmal. Ja. So, greifen, annehmen, schwingen, klatschen. Greifen, anheben, schwingen, klatschen. Alles klar, ich bin ja? drin. Ich bin drin. Hopp und. Ja. Ja, jawohl. Genau. Das ist genau richtig. Es wird immer weniger. Das kann man jetzt auch in der Maschine lösen, oder? Genau, in der Maschine wäre das halt deutlich einfacher. Je schneller du arbeitest, desto einfacher geht's. Also bin ich nicht schnell genug. Ich sag nur, dass es einfacher wird, wenn du es schneller machst. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch greifen soll. Das Ganze zerfetzt hier gerade in 1000 Teile. Du bist augenscheinlich enttäuscht von meiner Arbeit. Okay, ich muss wieder zusammensuchen. Das ist Spider-Man. Also Vorschlag. Ja? Wir verfrachten den Teig jetzt hier rein. Ja. Yeah. Und lassen die Zeit das regeln. Zeit finde ich gut. Wir lassen den Teig jetzt für 6 Stunden bei Raumtemperatur reifen. Danach kommt er in den Kühlschrank. Zwischendurch würde ich ihn noch 2 oder 3 Mal dehnen und falten. Dann kommt er in den Kühlschrank für weitere 14 Stunden, das heißt 20 Stunden insgesamt. Wer die Möglichkeiten hat, kann den Teig aber auch für die gesamten 20 Stunden permanent bei 15 Grad reifen lassen. Das geht zum Beispiel in den Weinkühlschrank oder wenn es draußen zufällig gerade 15 Grad hat, für 20 Stunden nonstop. Es ist halt einfach eine Sauerei, mit Teig zu arbeiten. Das sind die schwarzen Seiten vom Bäckerberuf, was soll ich sagen. Das sind Sachen, die einfach nicht für die Kamera bestimmt sind und auch meistens nicht gezeigt werden, über welchem Leid ich bei der Verarbeitung von Mehl und Wasser zu leiden habe. Stundenlange Aufräumarbeiten, die kein Mensch bezahlt. Das ist nicht eingepreist im Brötchen von heute. Ja. Meine Arbeit. Ja. Und das dankt ja auch keiner. Niemand. Und wer leidet? Der kleine Mann? Der kleine Mann. Der kleine Mann nämlich. Er war nicht feucht genug, oder? Sag mal, Jo, wir haben jetzt keine 20 Stunden Zeit. Haben wir eventuell was vorbereitet? Ein Glück kam ich ja schon gestern hier an. Ich weiß ja gar nicht, ich habe ihn heute noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also wirklich jetzt nicht. Nee? Ja. Wir haben ihn gestern gesehen. Hast du gezeichnet? War das jetzt schon falsch? Ja, sei bitte vorsichtig. Okay. Sei lieb zu deinem Teig. Wir haben eine kleine Blubberblase. Was wir jetzt bräuchten, wäre irgendwie ein Blech. Ein was? Ein Blech. Gut. Ein Sheetpan. Ja, sorry, ey. Ich bin vor wie in so einem Berliner Hipster-Café. Das Problem, ja. Also du, ja. Hast du eine größere Variante davon? Ich habe 2. Okay. Dann nehmen wir 2. Weil dann können wir vielleicht verschiedene Varianten machen. Können wir machen, ja. Okay. Ich habe die Backbleche jetzt mit Olivenöl eingeträufelt. Das wichtig an dem Punkt ist jetzt, ungelogen, ist, dass wir vorsichtig arbeiten. Also alle Luftblasen da drin, die wir jetzt zerstören, kriegen wir nur mit Zeit wieder rein. Die kriegen wir nur mit Zeit wieder rein. Ich gebe jetzt mal den ganzen Teig hier auf 1 und ihr seht schon, guck mal, wie der sich jetzt von der Schüssel löst tatsächlich. Ich helfe ihm ein bisschen, aber er löst sich doch ganz gut von der Schüssel und das ist derselbe klebrige Teig, den wir da vorhin hier über die Arbeitsfläche geschubst haben. Wenn also der einfach genügend Zeit und genügend Knetliebe bekommen hat, dann geht das auch ganz gut. Ein gut ausgekneteter Teig klebt wenig bis gar nicht.
Wie wär's, wenn du schon mal ein bisschen Gemüse schneidest? Oh, sehr gerne. Ja. ich guck mal, was ich hab und ja. Dann... Danke. Um das jetzt vernünftig halbieren zu können, werde ich das Ganze schon mal mit ein bisschen mehr Olivenöl beträufeln, damit hier der Teig gleich nicht an der Teigkarte klebt. Wie gesagt, alles schön vorsichtig wie es halt irgendwie geht, halbieren und die Hälfte hierüber verfrachten. Ich verteile das jetzt in den beiden Schüsseln und zwar mit so massierenden Bewegungen. Dann lassen wir den Teig gleich nochmal gehen und dann machen wir das Ganze, diese ganze Massageprozedur nochmal. Den muss man jetzt gar nicht mehr abdecken, der ist nämlich voll mit Olivenöl, der kann quasi nicht austrocknen. Wir stellen den jetzt nochmal hin, so ungefähr eine Stunde und in der Zwischenzeit heizen wir nach einer halben Stunde, fangen wir an den Ofen vorzuheizen, dass der ordentlich heiß ist. In einer Stunde gehen die dann rein. Bis gleich. Ich bin auch noch da. Ich schneide jetzt hier ein bisschen Gemüse. Aber eigentlich geht es nur darum, mich loszuwerden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Arthur und Jo arbeiten hier zusammen gegen mich. Ist schon okay, ich merke mir das. Okay, cool. Ist es jetzt, also das ist die Focaccia. Hast du da jetzt schon rumgefingert? Das können wir jetzt direkt nochmal machen. Okay. Jeder kriegt sein eigenes Blech. Ja. Wir machen da nochmal ein bisschen Olivenöl drauf. Focaccia liebt und lebt von Olivenöl. Also, gemeinsam. Im Prinzip gibt es da kein richtig und kein falsch. Wir gehen einfach mit allen Fingern, ja, oder zumindest mit 8 von 10, einmal so von unten nach oben durch. Oh, guck mal, da kommen richtig die Blasen. Ja. Ah. Geil. Ja, tippidjobbi. Und jetzt können wir auch schon unseren Garten bauen. Ich will nur einen Garten bauen. Eins will ich blain lassen mit Meersalz, finde ich am geilsten. Aber Garten sieht auch schön aus. Dann lass uns das blain lassen, weil ja, das hat die schöneren Blasen. Und dann bauen wir hier den Garten. Cool. Ich gehe kurz. Dann lass uns doch einfach mal schauen, was wir da Schönes machen können. Also vielleicht machen wir hier so eine Art Blume. Okay, der Ofen ist auf 300 Grad vorgeheizt und so wie ich das sehe, bereit für unsere Focaccia. Wir backen bei Ober-Unterhitze 300 Grad, also beziehungsweise so viel wie der Ofen hergibt. 250 tun es zur Not auch, dauert dann halt ein kleines bisschen länger. Darauf achten, dass man nicht zu hoch im Ofen backt, weil je schneller die Oberfläche verkrustet, desto weniger kann die Focaccia, oder allgemein, das gilt für jedes Brot, desto weniger kann der Ofentrieb eben oben raus drücken. Im Ofen, wenn das Brot im Ofen hochkommt, ja, das nennt man Ofentrieb. Mhm. Da müssen ja die Gase, die dabei entstehen, die da im Ofen, mhm, im Teig entstehen, ja, die wollen ja nach oben drücken. Ja, deswegen geht, ne, das Focaccia auf. Genau, deswegen geht Focaccia auf, deswegen geht jedes Brot auf, exakt, jedes Brötchen. So, aber wenn die Oberfläche zu schnell auskrustet, dann hat die Auftrieb nicht die Kraft, hochzugehen. Dann reicht die Kraft nicht mehr aus. Genau. Verstehe. Und deswegen ist Oberhitze, muss man vorsichtig einfach mit sein. Oder einfach lassen. Ist aber da müssen wir gleich noch Salz drauf machen, ne? Vorher schon? Ja. Oh. Also hier wunderschönes Kunstwerk mit 4 Blumen verschiedenster Art. Und hier Käfer. Käfer, die hier auch noch auf der Wiese. 2 schwarze, ein grüner. Dann lass mal reinmachen. Eins nach dem anderen, let's go. Wie lange dauert das? Bis fertig ist. Bis fertig ist, so 20 Minuten. Cool. Bis in 20 Minuten. Tschüss. Es sind 13 Minuten vergangen. Allerdings haben wir sie auch jetzt 13 Minuten bei 300 Grad gebacken. Die nächste werden wir mal bei 300 Grad reinschieben und dann tatsächlich die Temperatur auf 230 Grad ungefähr reduzieren. Mhm. Die wird dann eher so 20, 22 Minuten backen. Aber ich verspreche mir davon einfach ein gleichmäßigeres Ergebnis. Das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Nur die Tomaten nicht. Und die andere direkt mit rein. Schwuppdiwupp. Temperatur direkt reduzieren. Jawohl. 230. Start. Let's go. Jetzt hast du es wieder ausgemacht. Achso, ich hab's ausgemacht. Jetzt ist es wieder an. Mmh. Guck mal hier. Guck mal, da siehst du diese dünne Haut, die aber in sich noch wie so Mini-Bläschen hat. Hier das auch. Ist absolut. Das ist gorgeous. Absolut nicht zu gebrauchen für die Kamera, weil kein Mensch sieht es außer uns. Ja, aber es ist, das ist. Aber ihr müsst hier an der Stelle einfach mal vertrauen. Ja. Wenn wir sagen, es ist da, dann ist es da. Ja. Die Oliven, die waren vorher schon schwarz, die, ne? Die waren schon schwarz, also können wir jetzt nicht so genau sagen, ob die. Ich würde sie rausholen.
Na gut. Ja, cool. Ja. Da sind wir wieder. Nach wie lange? Das waren jetzt gute 20 Minuten. Ja? Wenn du das hast? Glaub schon. Gut. Schön, dass das geklärt ist. Also es waren jetzt vielleicht 15 bis 20 Minuten. Wir haben nicht auf die Uhr geguckt. Aber wir holen es jetzt mal raus. Die sieht so gut aus. Die sieht so geil aus. Oder? Ist das Ding geil? Das ist schon ziemlich geil. Das riecht auch genauso, wie es aussieht. Können wir die, müssen wir, also was muss ich jetzt tun? Also wir können die jetzt rausholen, wir können die jetzt anschneiden. Oder muss die abkühlen erstmal? Nein, muss die nicht. Natürlich nicht. Nein. Dann hebeln wir die Focaccia aus, oder? Lass sie uns ausheben. Schön gesagt. Ausheben. Ist doch, glaube ich, hebeln. Ich habe hebeln gesagt. Ach so. Wir hebeln sie aus. Oh nein. Shit. Muss sie erst hier ein bisschen abkühlen, damit sie sich ein bisschen mehr zusammenzieht oder so? Kann das sein? Oder ist, meinst du, sie ist festgebacken? Wie kann denn bei so viel Öl irgendwas festbacken? Ja, das frage ich mich auch. Weil die in der Form noch gereift ist. So hat sich das Öl. Der Teig das Öl aufgefressen. Nein. Naja, das war auf jeden Fall Backen mit Johannes. Wir haben Focaccia gemacht. Die riecht Bombe. Und Bombig. Schmeckt bestimmt genauso. Absolut. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, kauft sein Kochbuch. wir müssen es schon probieren. Das ja. Ich hab's. Guck mal hier, da haben wir auch die Focaccia. Wunderschön. Toppi, oder? Machen wir später weiter. Wollen wir sie anschneiden? Lass sie uns anschneiden, komm schon. Auf geht's. Also die riecht wirklich ganz fantastisch. Ich hab da schon was gesehen. Tu dein Part. Das ist geil. Das ist wirklich gut. Oder? Hammer. Hammer. Wow. Top, top, top. Wow. Also, ohne Witz. Also der Beste. Viel besser geht's eigentlich nicht, aus meiner Sicht. Also, das ist der Look, den alle wollen. Das ist schon ziemlich pervers geil. Also, Oh mein Gott. Das ist fucking perfekt. Mhm. Okay, ich würde sagen, okay. Wir gehen gleich rüber zum Freshen. Mhm. Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, Johannes, dass du da warst für dein Rezept. Mit Focaccia hast du mich heute sehr, sehr glücklich gemacht. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Wenn du mir die einfach auf wöchentlicher Basis zuschicken könntest, das wäre ganz hervorragend. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Schaut bei Johannes vorbei auf seinem Instagram, YouTube oder TikTok-Kanal. Und ab sofort ist einfach lecker Brot im Handel erhältlich. Schaut vorbei, wenn ihr noch Geschenke für Weihnachten braucht. Das ist es. Und abonniert seinen Kanal, aktiviert die Glocke, bitte. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und alles Liebe, alles Gute, ihr kleinen Zuckerhasen.